So, heute wollte ich mal aufzeigen, wie einfach es eigentlich ist, an die Privatadresse von jemandem zu kommen, der eine Domain besitzt. An meinem Beispiel ganz einfach über die Internetseite denik.de kann ich jede deutsche Domain eigentlich auch abfragen. Meine Seite hierzu wird der Visualef. Abfrage starten. Jetzt wird mir gesagt, dass die registriert ist. Ich akzeptiere Nutzungsbedingungen. Gebe den Code ein. Der falsch war, aber macht auch nichts. 34J5BS. So, dahinter verberge ich mich. Ganz klar, mit den Daten bin ich registriert. Ich bin der Berechtigte. Auch der Ansprechpartner, ganz klar. Hier haben wir es auch noch. Hier wandert meine Kohle hin. 5 Euro im Monat an web.de. Ja, war eigentlich überhaupt keine Kunst, an die Adresse von jemandem zu kommen, der eine .de Internetseite unterhält. Einfach über denik.de diese Huis-Abfrage tätigen. Ja, interessant für den einen oder anderen oder auch für Leute, die sich ganz groß vorkommen und als Meilenstein der EDV-Technik dastehen möchten, wenn sie eine Privatadresse irgendwo posten. Es ist im Prinzip ganz einfach. In dem Sinn, schönen Tag.